Wir haben eine spannende Verlegerinnenallianz hier im Hotel Zoo Berlin, Julia Becker und Katarzyna Mohl-Wolf. Wie kommen Sie beide zusammen? Was verbindet Sie beide? Ich würde sagen, die Leidenschaft für Qualitätsjournalismus würde ich so als erstes sagen. Und da Frau Mohl-Wolf die Erfahrenere ist, habe ich mich vor einiger Zeit an sie gewandt. Erstmal, weil ich ihr tolles Heft entdeckt habe. Dann sie gerne persönlich kennenlernen wollte und aus diesem Kennenlernen ist ein sehr sympathisches, freundschaftliches Verhältnis geworden, wie wir Frauen nun mal so sind, uns schnell gefunden. Ich glaube, uns treiben die gleichen Themen voran, würde ich sagen. Das habe ich das Gefühl, wenn ich auch so ihre Interviews lese, auch die Big Points jetzt in Berlin letztes Mal, das, wo ich sagen muss, da kann ich überall einen Haken dran setzen, genauso. Ich das auch. Sie kommen heute auch zusammen, weil ein Film aufgeführt wird, die Verlegerin. Kay, die Leute sind besorgt, weil eine Frau die Zeitung leitet. Dass sie nicht das Rückgrat hat, schwere Entscheidungen zu treffen. Danke, Arthur, für Ihre Offenheit. Wenn wir das veröffentlichen, stehen wir nächste Woche vor dem obersten Gericht. Und das bedeutet? Wir könnten alle ins Gefängnis kommen. Mit Blick auf diesen Film, was unterscheidet Verlegerin sein von Verleger sein? Sie spielen jetzt auf den Gender-Unterschied an. Ganz genau. Achso. Ich dachte, ich würde es ganz spannend finden, was unterscheidet diese. Oder gibt es vielleicht gar keinen Unterschied? Ich glaube, ich würde jetzt nicht. Also, ich würde sagen, es unterscheidet. Also, für mich unterscheidet Verleger sein von Verlegerin sein eigentlich nichts. Es ist ja die Frage, wie man es selber lebt. Was mir gerade nur aufgefallen ist, also so viel Lob ist in der Branche ja selten, wie sie füreinander übrig haben. Ist das vielleicht ein bisschen der Unterschied, dass Männer mehr konkurrieren, Frauen mehr kooperieren? Auch das würde ich jetzt nicht gleich so gendermäßig beantworten. Ich glaube, es kommt wirklich immer sehr auf die einzelnen Personen an. Aber ich glaube, dass heutzutage Kooperation in vielen Punkten ein was sehr Wichtiges ist und ich habe das Gefühl, dass es Frauen manchmal leichter fällt, weil es mehr um die Sache geht. Also ich finde, Frauen haben sehr viel Mut und wenn sie von etwas überzeugt sind, dann so Durchhaltevermögen und dafür spielt das Äußere, wie denken jetzt die anderen, wenn ich mich so und so verhalte, erst so die zweite Rolle. Männer in Führungspositionen ist auch nach wie vor, denke ich, heutzutage immer noch ein eigenes Thema und Testosteron ist nicht unbedingt immer der beste Ratgeber. Auch das erfahre ich aktuell in diesen Tagen, dass es schon ein Unterschied ist, ob man idealerweise sich auf die Inhalte und die Sache konzentriert oder nicht so idealerweise erstmal darüber nachdenkt, wer ist der wirkliche Silberrücken in der Branche. Ich persönlich muss sagen, ich habe in meiner kurzen Zeit, die ich jetzt hier in dieser Medienbranche unterwegs bin, durchweg sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht und zwar davon bin ich überzeugt, weil ich eine Frau bin. Ich habe das Gefühl. Welche positiven Erfahrungen sind das gewesen? Ich habe schon das Gefühl, und das meine ich durchaus nicht durchgehend positiv, dass man mit mir Begriffe wie weiblich, jung, modern, jung stimmt übrigens ja leider auch nicht mehr so. Ja, doch, oder? Wir sind ja fast gleich alt. Ich finde ja, aber wir sind schon Mittelalter. Also mittelalt. Aber. Also so diese Assoziationen sind auf den ersten Blick natürlich sehr, sehr charmant, implizieren aber auch immer so ein gewisses, also entbehren so einer hundertprozentigen Kompetenz, implizieren auch ein gewisses Beratungsbedürfnis. Also die Erfahrung mache ich zum Beispiel, großes Beratungsbedürfnis in Bezug auf mich. Ganz kurz an Frau Mohl-Wolf, haben Sie das auch erlebt in Ihrer Zeit, dass Männer so dazu tendiert haben, Ihnen immer so einen guten Ratschlag zu erteilen, den Sie aber gar nicht haben wollten? Also in der Zeit, als ich mich entschlossen hatte, den MBO zu machen, war das ganz spannend, weil da sehr viele, das glaube ich, erst ernst genommen haben, als ich wirklich dann gestartet bin. Ja? Also am Anfang war das so alles klar, stellt sie sich vor, aber warten wir mal ab, was draus wird. Ich glaube, das ist immer noch, wenn ich so zu Treffen kommen oder Veranstaltungen jetzt in der Medienbranche immer noch so, dass ich manchmal das Gefühl habe, da werde ich so angeguckt, ach, die gibt's immer noch, die lebt ja noch. So, noch. Jetzt nehmen wir sie irgendwann mal jetzt ernst.
Also wenn man mal grundsätzlich vom Gedanken der Verlegerin ausgeht, ist es natürlich eine immense Verantwortung, die wir tragen, egal in welcher Größe Sie ein Unternehmen führen. Sie haben Verantwortung deswegen, weil die Medienbranche, einen Zeitungsverlag zu führen, eben auch bedeutet, eine gesellschaftspolitische Verantwortung zu tragen. Das ist unsere Aufgabe und dafür müssen wir unseren Journalisten entsprechende Rahmenbedingungen schaffen, damit sie tatsächlich frei von Repressalien genau diese Aufgabe wahrnehmen können, objektiv und kritisch zu hinterfragen. Ist in Zeiten des Sparens ja nicht unbedingt selbstverständlich. Also auch in Ihrem Unternehmen gab es ja schon so manche Sparrunde. Da bin ich sehr dankbar, dass Sie das auch nochmal ansprechen. Natürlich gibt es Sparrunden. Die Frage wird niemals sein, den Glauben und die Verantwortung der Pressefreiheit gegenüber aufzugeben. Aber wir müssen uns ganz bewusst überlegen und die richtigen Entscheidungen treffen, wie wir uns diese Unabhängigkeit auch zukünftig leisten können. Es bedarf also neuer Vermarktungsideen und Wege. Und auch da, glaube ich, ist das Naheliegendste, da es uns alle betrifft, gemeinsam die gleichen Ziele zu verfolgen in Form von Kooperationen und Allianzen, genau diese Handlungsfreiheit uns nachhaltig zu schaffen, die garantiert, dass wir auch in Zukunft genau diese Form von Journalismus, von informierendem, wahren Journalismus uns leisten können. Was werden Sie tun, Mrs. Graham? Ihr Vermögen und die Firma zu riskieren, die ihr ganzes Leben ist. Nun, ich finde das mutig. Wenn die Regierung gewinnt, wird es die Washington Post nicht mehr geben. Wenn wir sie nicht zur Verantwortung ziehen, wer dann? Wir können sie nicht zur Verantwortung ziehen, wenn wir keine Zeitung haben. Nixon wird die ganze Macht seines Amtes nutzen. Und wenn es einen Weg gibt, dich zu vernichten, bei Gott, dann findet er ihn. Ich bitte dich um deinen Rat, Bob, nicht um deine Erlaubnis. Das darf sie nicht tun. Das Vermächtnis der Firma steht auf dem Spiel. Turi 2 TV. Medien und Marken live.